Ja! Ich hab's geschafft. Toll. Da habe ich die Aufnahme beendet und direkt beim nächsten Mal schaffe ich's. Super. Tja, also herzlich willkommen zurück zu God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Mit von Nö, Gameplays als Hobby, das bin ich. Und immer noch während der Muspelheim-Prüfungen. Denn hier gibt es die letzte Walküre. Aber man kommt ja nur weiter, wenn man die scheiß Prüfungen hier macht. Mal schauen, wie weit nach oben das noch geht. Ich hoffe nicht mehr allzu weit. Meine Güte, diese Prüfungen sind echt heftig. Wenn wir diese Temperatur mit Helheim kombinieren könnten, das wäre perfekt. Und wenn der Allvater Flügel hätte, wäre er ein Drache. Hä? Ah. Jetzt geht's aber steil hoch, hä? Müssten ja auch mal bald dann oben sein, wenn es so steil hier nach oben geht. Ich bin beim Klettern sonst nie so nervös, aber rutsch nicht aus. Da muss ich ihm beipflichten. Oh ja, bloß nicht ausrutschen. Ich glaube, wir kommen zu der letzten Prüfung. Auftrag abgeschlossen, hoch oben. Und hier ist die Walküre, doch keine Prüfung mehr, jawoll! Oh, wie schön, hier gibt es ein Portal. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal runter und gucken, ob wir mal was verbessern können. Jetzt haben wir wieder so viel eingesammelt. Und dann sind wir bei der letzten Walküre. Also durch die ganzen Prüfungen müsste ich ja dann eigentlich sowas von durchtrainiert sein, dass ich die doch mit Leichtigkeit schaffen müsste. Huch. Das ging aber schnell. Lasst uns anfangen. Kann nichts erhöhen bzw. verbessern. Gerade hier Schwelle gut 100 brauche ich da sogar. Na super. Hier habe ich jetzt alles. Feuerwappen 16 von 15. Fehlt mir hier nur das Nebel-Echo. Knapp 3000. Komm wieder, wenn du noch mehr Zeug gefunden hast. Schade, ich habe gedacht, man könnte hier natürlich dann auch was verbessern. Aber dazu müsste ich doch wieder nach Niflheim. Ja, vielleicht brauchen wir das eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht sind wir eigentlich schon stark genug. Sonst wären wir ja niemals so weit gekommen. Oh, es ging jetzt aber schnell. So, die Walküre ist dran. Eine Walküre! Seid vorsichtig! Die letzte. Okay, bin ich ja mal gespannt. Mach dich bereit.
Ja, das vergesse ich immer. Hupala. Ist total eingefroren gewesen, ey. Nicht aufgepasst. Ich komme zu dir. Aber jetzt kriege ich sie bestimmt. Komm schon. Nein! Jawohl! Beim ersten Mal! Bitch, please! Freiheit! Das stimmt, Werteste. Du bist frei. Ihr habt meine körperliche Gestalt vernichtet. Dafür bin ich euch unendlich dankbar. Yeah. Mehr brauchen wir nicht. Dankbarkeit allein hält keine Waffen in Schuss, Junge. Valhall wartet. Leb wohl. Ui. Der Rat der Acht. Da weiß es ihrem Ja, Junge. Auf zum Röckstall auf Valkyria. Wie ihr wisst, liegt er neben den zwei Ruderstatuen auf dem Weg zu Tamurs Meißel. Diese Königin, sie ist stark, oder? Stärker als die anderen Valkyren bisher? Das ist noch untertrieben. Dann müssen wir uns vorbereiten. Da bin ich ja mal gespannt. Rasendes Inferno vom Muspelheim. Legendär. Die heißeste Feuer von Gipfel Muspelheim schaltet die Verbesserung eines mächtigen Gegenstands frei. Okay. Bin ich ja mal gespannt, welches. Niviatan Auge. Erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. Perfekter Asgard-Stahl. Panzerhandschuh der Valkyre. Armrüstung, eine Rüstung für Wagekrieger, Schmiede aus Metall, Valhals, bla bla bla. Zu schwach. Ich höre einen Raben. So, was haben wir denn hier? Größeres Feuerwappen plus 3. Sutrewappen 1. Was haben wir hier? Schwendende Glut plus 3 Schacksilber, 5000 Feuerwappen plus 12. Öffnet er eine neue Stufe an Prüfungen. Ich glaube, alle Schwerter sind wieder da.
Okay, gut, Junge, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach so, natürlich, das kann man jetzt, könnte man jetzt noch machen, um irgendwie, nehme ich mal an, weiterschwellende Glut und sowas zu bekommen. Aber das brauche ich hier nicht mehr. Für die Rüstung, die ich hier bekomme, brauche ich das nicht. Die ziehe ich ja eh nicht mehr an. Sehr schön. Dann mache ich jetzt das, worauf mein Arbeitskollege die ganze Zeit wartet. Nämlich, dass ich gegen die Königin kämpfe. Er hat sie noch nie besiegt. Und er spielt es auf leicht. Er hat gemeint, er wird mich feiern, wenn ich sie schaffe. Selbst auf Mittel, wenn ich die dort schaffe. Da bin ich echt mal gespannt. Das ist mein Wort. Ich dachte, ich kann jetzt irgendetwas Mächtiges Neues herstellen mit der Flamme. Ah, okay. Diesen Kling möchte ich auf keinen Fall in die Quere kommen. Widerstand ist zwecklos. Wunderbar. War das etwa schon alles? Leider ja. Achso, nee. Auferstehungsstein. Mann, nur noch 24.000 Hacksilber. Ganze Zeit so viel gehabt. Was wollte ich noch erzählen? Nichts. So, wir haben neue Fähigkeiten. Die letzte Stufen. Erhöht die Anzahl der Schläge von Tobsuchtsanfall. Okay. Das ist Tobsuchtsanfall. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach... Okay. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach... Okay. Erhöht die Stärke dauerhaft um 10. Oh, cool. Erhöht Glück dauerhaft um 10. Und das letzte Runenkraft dauerhaft um 10. Ich würde sagen, ich habe alles. Komisch, dafür gibt es keine Trophäe bei PlayStation. Na denn, ab nach Midgard. Und ich will jetzt endlich wissen, wie die Königin ist. Und ob ich die schaffe. Auf schwer. So, wir sind zurück. Gut, wir können natürlich dorthin reisen. Zu den Rat der Walküren. Direkt dort ist nämlich das Tor. Ich bin jetzt echt mega gespannt. Sowohl was passiert, als auch wie stark die ist. Und wie oft ich da sterben werde.
Aber alles ist machbar. Und was man da dann zum Schluss bekommt, falls man sie besiegt. Das würde mich auch mal interessieren. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Okay. Der Röckstel. Ja, Junge. Der Rat der Walküren. Die Walküren sind aus Valhall, oder etwa nicht? Freut mich, dass du aufgepasst hast. Du hast recht. Valhall, die große Halle der Einherjar, ist ihr Heim in Asgard. Doch dort unterliegen sie dem Blick des Allvaters selbst. Und die Beziehung zwischen den Walküren und Odin war angespannt während meiner Zeit als sein Berater. Warum? Also, die Geschichte ist noch länger. Sehen wir uns doch lieber erstmal nach Hinweisen um. Die 8 Helme platzieren. Wo auch immer ich die ganzen Helme einstecken hab. Wow, du bist zurück. Hier. Wer ist sie? Gunnar, die Herrin des Krieges. Nach jedem Konflikt, groß oder klein, war sie zuerst vor Ort und bestimmte, welche Geister es würdig waren, nach Valhall zu reisen. Eine Grause. Mimir sagt über Gunnar, die Herrin der Schlachten. Nach jedem Konflikt, groß oder klein, war sie zuerst vor Ort und bestimmte, welche Geister es würdig waren, nach Valhall zu reisen. Eine grausige Aufgabe, aber sie erfüllte sie mit Stolz. Ihr Urteil über die Gefallenen war unfehlbar und von unschätzbarem Wert für Odin. Er bevorzugte sie. Aber sie erfüllte sie mit Stolz. Ach, er erzählt es auch so. Konflikt. Unmöglich. Es stimmt, ihre Schwestern haben ihr natürlich geholfen. Doch Gunnar war immer die Erste. Ihr Urteil über die Gefallenen war unfehlbar und von unschätzbarem Wert für Odin. Er bevorzugte sie. Okay, genau das gesagt worden, wie es da eben gerade stand, also muss ich es nicht vorlesen. Den nächsten Helm aus dem Arsch. Schön. Und? Hä? Das war's? Die schöne Göndul? Keine Geschichte? Verzeih, Junge. Der Anblick Gönduls raubte mir immer den Atem. Göndul besaß eine flinke Zunge, Scharfsinn und eine Figur, die buchstäblich in den Wahnsinn trieb. Odin verbot ihr nach einer Weile den Zutritt zu Midgard, da Wahnsinn in Valhall nicht gern gesehen wird. Okay. Niemand Geringeres als Geidrifu, Waffenmeisterin von Valhall, verantwortlich für die Unterweisung von Odins Einherjar. Seine was? Seine Armee für Ragnarök. Der einzige Grund, weshalb Valhall überhaupt existiert. Die Einherjar warten in der großen Halle, wo sie ohne Unterlass prassen, trinken und sich in den Fällen vergnügen. Wenn Ragnarök beginnt, ruft Odin sie zu den Waffen, um für ihn zu kämpfen. Geidrifu hat alle Hände voll zu tun. Das, mein Freund, ist Kara. Valkyren sind ja von Natur aus unberechenbar. Doch Kara, die Frau, ist wie ein Orkan in Person. Ein Orkan? Ja, ruhig und gefasst. Dann veränderte sich die Luft und ihr Zorn brach wie ein Orkan hervor. Es war im Grunde prachtvoll anzusehen, sofern man selbst in Sicherheit ist. Ihre Tränen wuschen die blutdurchtränkten Schlachtfelder rein. Okay. Guckt immer gleich. Das ist Rota. Sie erwählt die Erschlagenen. Tun das nicht alle Valkyren? Nicht wirklich, obwohl sie dafür am bekanntesten sind und das ihre bei weitem wichtigste Aufgabe ist. Du hast gesehen, was ohne das Urteil der Valkyren aus den Toten wird. Heelläufer. Genau. Rota, Gunnard, Skuld, ohne sie, die nach einer Schlacht klar Schiff machen, platzt Heel aus allen Nähten mit Seelen, die für Valhall bestimmt sind. Eine schreckliche Situation.
Rota muss außer sich sein. Ah, und hier haben wir Er, die Heilerin. Valkyren Heilerin? Seltsam. Er war tatsächlich seltsam. Sehr still, sehr gelassen. Wo ihre Schwestern reißende Flüsse waren, war er ein sanft plätschernder Bach. Sie heilte sowohl Sterbliche als auch Götter. Und sogar einen gewissen allwissenden Weisen, der einmal zu viel trank und von einem Berg fiel. Nicht mein rühmlichster Moment. So, die vorletzte. An Hildr, die Herrin der Schlacht. Mit Odin verstand sie sich sehr gut, mit den anderen Walküren weniger. Sie verbrachte die meiste Zeit hier in Midgard, beobachtete die Zwietracht zwischen den Lebenden und säte ab und zu selbst welche. Sie liebte Zwietracht. Sie war sozusagen die personifizierte Zwietracht. Was wohl jetzt aus ihr werden wird? So, bevor wir die letzte... Oh! Ein Schatz! Schatzjäger, Trophäen erhalten. Hey, cool, haben wir jetzt jeden Schatz? Cool. Schatzkarte komplett, wo sie nie suchen würden. So, bevor wir jetzt das letzte Helmchen ablegen, muss ich gerade mal die Fenster überall zumachen. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Okay, legen wir mal den letzten Helm ab. Mal sehen, was passiert. Valkyren gefangen erlegt, der Hohe Rat. Ulrich, einst Tochter eines mächtigen Stammesfürsten, die fiel, als sie ihn vor Häschern schützen wollte. Ulrich wurde nach Valhall geleitet.
Doch sie entschied sich dafür, ihr Dasein im Jenseits ausschließlich dem Streben nach Wissen zu widmen. Ein sehr untypisches Verhalten bei all den üblichen Fest- und Trinkgelagen der Bewohner von Valhall. Wie wurde sie Valkyrie? Odi. Er erkannte eine verwandte Seele in Olruns hartnäckigem Streben nach Wissen. Er ernannte sie zur Historikerin unter den Valkyrien. Okay. Ah ja. Da ist jetzt ein Nebel. Gut, dann speichern wir mal vorher. Und blöd, dass mein Dings, meine Rage nicht voll ist. Und dann schauen wir mal, wie die, ich sag jetzt mal, aufgebaut ist. Auf geht's. Oh. Gut, Donner getroffen. Wieso trifft er mich? Ups, das war daneben. Ups. Hey, immerhin die Hälfte abgezogen. Aber ich muss sagen, die ist eigentlich nicht so schwer. Die kann nur einfach jede einzelne Attacke, die jede andere Valkyrie auch konnte. Das heißt, wir versuchen es gleich direkt nochmal. Falsche Richtung wieder. Wie wäre es mit einem taktischen Rückzug?
Ups. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Ein Versuch noch. Dann versuchen wir es erst wieder im nächsten Teil. Ich hätte nichts mehr machen können. Blöd. Und fast wieder tot. Juhu. Okay, ich brauche meine Rage voll, bevor ich gegen sie kämpfe. Das mache ich jetzt mit meinem Eichhörnchen. Das rufe ich jetzt ein paar Mal, bis meine Rage voll ist und dann speichere ich und dann habe ich immer Rage voll. Und das werde ich natürlich jetzt nicht aufnehmen, sondern verabschiede mich hier. Der Teil ist jetzt fertig. Und dann sehen wir im nächsten Teil, wie es weitergeht. Ja, also... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir Daumen nach oben geben. Etwa immer zuerst mich. Na, stets zu Dienst. Verpiss dich, bitte. Ja. Ihr könnt mir, wie gesagt, einen Daumen nach oben geben und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann seht ihr natürlich, kriegt ihr schon mit, wann der nächste Teil online kommt, wo ich die Valkyrenkönigin hoffentlich besiege. Und ja. Danach machen wir mit der Story auf jeden Fall weiter. Ja, das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer mit von Lyra. Gameplays als Hobby und alle guten Dinge irgendwie, dass ich sie auch schaffe auf Schwer. Also auf Leicht hätte ich bestimmt keine Probleme gegen die. Die ist, kommt mir nicht so schwierig vor. Die ist genau wie die andere Valkyrie. Hält halt nur ein bisschen mehr aus. Aber das kriegen wir hin. Okay, auf jeden Fall viel Spaß und tschüss.